is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Missionsarbeit am Sonntag. Predige das Wort. Steh dazu. Ihr seid zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht. Drohe. Ermahne mit aller Geduld. Widerstand gegen die Sonntagsgesetzgebung wird die religiösen Eiferer, die sie gewaltsam durchsetzen wollen, nur noch in ihrer Verfolgung bestärken. Gebt ihnen keine Gelegenheit, euch als Gesetzesübertreter zu bezeichnen. Wenn sie nur Menschen in Schach zu halten haben, die weder Gott noch Menschen fürchten, dann wird dieses Zügeln bald seinen Neuheitsreiz verlieren. Und sie werden einsehen, dass es inkonsequent und unpraktisch ist, in Bezug auf die Sonntagsheiligung streng zu sein. Macht also in eurer Missionsarbeit nur weiter mit der Bibel in der Hand, und der Feind wird erkennen, dass er seiner eigenen Sache geschadet hat. Man nimmt nicht das Mahlzeichen des Tieres an, nur weil man sich bewusst ist, wie klug es ist, Frieden zu halten, indem man sich von anstößiger Arbeit am Sonntag zurückhält, während man doch gleichzeitig ein Werk tut, das von höchster Wichtigkeit ist. Wenn wir den Sonntag der Missionsarbeit widmen, dann wird den willkürlichen Eiferern, die so gerne den Tag seit dem Christen demütigen würden, die Peitsche aus der Hand genommen. Der Sonntag kann benutzt werden, um in verschiedenen Zweigen Arbeit zu leisten, die für den Herrn viel vollbringen wird. An diesem Tag können Versammlungen im Freien und in Heimen abgehalten werden. Man kann von Haus zu Haus arbeiten. Autoren können diesen Tag benutzen, um ihre Ausdrücke zu schreiben. Wenn immer es möglich ist, sollten religiöse Veranstaltungen am Sonntag durchgeführt werden. Diese Versammlungen sollten überaus interessant gestaltet werden. Singt echte Erweckungslieder und sprecht mit Vollmacht und Zuversicht von der Liebe des Heilands. Sprecht über die Mäßigkeit und über wahres Glaubensleben. Dadurch werdet ihr eine Menge über die rechte Arbeitsweise lernen. Und ihr werdet viele erreichen. Das Gesetz zur Heiligung des ersten Wochentages ist das Produkt einer abgefallenen Christenheit. Der Sonntag ist ein Kind des Papsttums, von der Christenheit über den heiligen Ruhetag Gottes erhebt. Auf keinen Fall soll das Volk Gottes ihn huldigen. Aber ich möchte ihnen begreiflich machen, dass sie auch nicht Gottes Willen tun, wenn sie sich herausfordernd verhalten, wo er doch möchte, dass sie das vermeiden. Wunderbare Szenen tun sich vor uns auf. Und in dieser Zeit soll im Leben der Menschen, die sich als Gottes Volk bezeichnen, ein lebendiges Zeugnis abgelegt werden, damit die Welt in diesem vom Bösen beherrschten Zeitalter sehen kann, dass es immer noch Leute gibt, die ihren Eigenwillen beiseite schieben und Gottes Willen zu tun suchen. Ein Volk, in dessen Herz und Leben das Gesetz Gottes geschrieben ist. The Lord is coming. Are